Das da. Und Fertilizer auf das da. Dann haben wir nämlich eine Melone. Fertilizer bringt halt eine bessere Qualität. Das ist in dem Fall einfach, wir haben zum Beispiel Milchqualität B, es gibt A und S. Dasselbe gibt es auch bei allen Samenklassen. Zum Beispiel eben Tomaten, Samen B, A und S. Und ja, na so. Mit Fertilizer geht das halt die Qualität hoch. Da wir später eine Samenmaschine kaufen werden, so viel verrate ich schon mal, ist das äußerst praktisch. Talk. So. Die liebt mich. Achso, nachts um 7 wird hier übrigens immer sehr viel haken. Ich hoffe da auf euer Verständnis. Da kann ich nichts machen. Achso, den Apfelsamen einpflanzen. Hätte ich beinahe vergessen. So, und zwar Hacke. Na. So, daran sieht man, mein Controller braucht echt Hilfe. So, Appleseed B. Achso, Moment, die Gießkanne ist ja noch voll. So, dann nehmen wir doch die Gießkanne. Und dafür holen wir uns auch nochmal Fertilizer demnächst. Der braucht aber eh länger zum Wachsen. Und von daher schauen wir dann mal, dass wir die Apfelseite schon relativ hoch kriegen. Jetzt gehen wir zu einer unserer wichtigsten Aufgaben. Und zwar gehen wir Ausgrabungen begehen. Wir sind nämlich Archäologen. Und deswegen gehen wir hier hoch. Sammeln natürlich schön brav den Beifuß ein. Beifuß. So, dann haben wir hier den Wasserfall. Und wir haben 12 Uhr mittags durch. Genau richtig, um hier runter zu gehen, in die Ausgrabungsstätte. So, you're the new right? I'm Carter, pleased to make your, acquaintance, wahrscheinlich Bekanntschaft. If you ever want to help out with my excavation, please come by the dig site. The dig site, huh? The only thing is I need to be there to get you started. Gut. So. You come at just the right time. Want to help with the dig? Yeah, right away. I'll lend you a scope to use. Do your best. So, ja, jetzt haben wir eine Schaufel. Und werden hier Ausgrabungen tätigen. Das ist jetzt, ja, es gibt in... Oh, ja, da haben wir schon einen Schatz gefunden. Was haben wir? Es gibt halt jedes Jahr eine bessere Ausgrabungsstätte. Und es gibt jedes Jahr die Möglichkeit, ein spezielles Objekt zu finden. Und ich möchte das eigentlich erreichen. Nicht jedes Jahr, jedes Kapitel. Und ich möchte das eigentlich erreichen. Das erste Kapitel dauert aber auch ein Jahr. Also von daher... So, dann haben wir direkt was gefunden. Das Interessante ist, wir kriegen hier, das ist im Moment unsere Hauptgeldeinnahmequelle. Weil die Milch, die nutze ich eher zum Verschenken, um mich bei den anderen beliebt zu machen, weil dieses Spiel lehrt hier ganz, ganz essentiell etwas ganz Wichtiges fürs Leben. Freunde kann man sich kaufen mit Milch und Eiern und alten Münzen und Schädelknochen. Und Freunde schenken einem dann auch meistens was. Ja, so ist das im Leben, so ist das immer. Freunde sind definitiv Kaufware. So, wir finden ziemlich viel, das ist äußerst gut. Nein, Freunde sind natürlich keine Kaufware, aber in dem Spiel ist es halt wirklich so, wenn man denen oft genug Milch oder Blumen bringt, dann ist man mit denen befreundet und kann bei verschiedenen Leuten halt auch verschiedene Sachen bekommen. Na, so. Genau wie es verschiedene Filmsequenzen gibt. Wir werden jetzt nochmal alles genau ein zweites Mal abschaufeln. Das ist nämlich, ja, ich weiß nicht, ich gehe normalerweise immer dreimal auf jede Grabstätte ein. Grabstätte, auf jedes
Grabequadrat, weil manchmal ist es so, dass beim zweiten oder dritten Mal auch noch was drin ist. Wir hatten jetzt eine recht ergiebige... So, nein. Oh Gott, ey. Ja, das wird natürlich lustig mit dem Controller. Nehmt es nicht so schwer. Nehmt es nicht so schwer. Es ist schließlich mein Problem, mich hier rumzuärgern und ihr könnt ja nur lachen. Oh, und wir haben schon wieder was gefunden. Sehr gut. Seht ihr? Wir sind hier richtige Schatzgräber. Found something weird. Ah, das sind wieder die Statuen. Diese menschlichen Statuen kosten, glaube ich, 70, wenn man die verkauft. Das ist äußerst praktisch. Das ist für einen Anfang recht gut, die dann so oft zu finden. Logischerweise. Ah, schon wieder was gefunden. Da, wir sind ja top dabei. So, was haben wir? Eine alte Münze, gut. Ich weiß auch schon direkt, wem ich die gebe. Es gibt nämlich einen verrückten Wissenschaftler. Und den mag ich recht gerne. Und der liebt halt diese Münzen. So, 2 Uhr, 3 Uhr fast. Jetzt haben wir gleich 3 Stunden hier verbracht. Also, Spielstunden. Ja, was machen wir? Ah, ja gut, geh mal raus. Something wrong? Oh, you wanna quit digging? Ja. Alright, just hand out for now. Hand on out for now. So, und jetzt lässt er mich mein Zeug zeigen. Und wenn die Platte nicht dabei ist, thanks for your help today. Let's see what you found today. What we found today. Und, nothing important. Das heißt, no, it's okay if you want to take today's find with you. Sprich, ich kann immer alle Schätze mitnehmen, die ich verkaufen kann und kann wahnsinns Geld machen und ja, scherze ich nicht drum. Please come and buy and help out whenever you want. Yeah, so, dann gehen wir wieder runter. Wir haben die Ausgrabung gemacht, wir haben Schätze, wir haben schon mächtig Geld weggelassen. Da unten kommt gerade der Musiker. Und da hinten geht der Künstler links. Das ist der schwarze. Rocco heißt der. Nee. Keine Ahnung mehr, wie er heißt. Er ist auf alle Fälle da unten in so einem Wohnwagen auf einer Metallfläche. Sehr komisch. Ja, hier hoch geht's zur Quelle. Sprechen wir mal den Musiker an. You're the guy who runs the farm, right? How life treating you, my friend? If you ever have any free time, stop by and hang out. Ja, da oben geht's zur mystischen Quelle. Da können wir auch Nick, Nack und Nook oder keine Ahnung besuchen. Milka ist just fine. Gut, Milka, knuddeln wir dich. So, ach so, ich wollte noch Fertilizer holen, genau. Ich kann, wenn ich aber Fertilizer hole, dann kann ich leider... Obwohl, ich habe inzwischen genug Sachen geholt, dass ich dann auch die Bürste holen kann, denke ich. Ich kann die Blumen da unten auch noch pflücken, die kosten jeweils 10. Chris kommt aus der Stadt wieder. Feierabend. So. Dunk, dunk. Ah. Celia. Ich finde die einfach sympathisch. So, außerdem passt das mit dem Farmer. When I was a child living in town, Vester used to bring us fresh vegetables. So, would you like something today? Yes. What would you like? Nein, oh Gott. Nein. Ja, ja. Ah, so. Ja. Ja, ja. So, da. Fertilizer. Yes. Ja. Ja, ein und... Ja. Ja, yes. So. Wir können jetzt übrigens auf das Bett gucken. Das ist nämlich hier oben ihr Zimmer. Ich frage mich, wo die anderen schlafen. Thanks very much. Come again anytime. So, hier ist und ein grünes Herzchen. Ich weiß zwar nicht, was ein grünes Herzchen heißt, aber ich glaube, es bedeutet soweit ganz gut. Keine Ahnung. So, dann gehen wir Blumen pflücken. Oder gehen wir erstmal zum Künstler. Was hat denn der Künstler zu sagen? Cody heißt er.
I'm a metallurgist. Nice to meet you. Metallurgist. Ja, er macht halt Kunst mit Metall. Mit Metal! Nein, wie gesagt, der wohnt auch in einem Wohnwagen. Auf einer Metallfläche, also. Relativ, metallisch sein Umfeld. Wenn da mal ein Blitz einschlägt, dann gibt's ein nettes Barbecue. Ah, ich finde die Sounds cool. So, 5 p.m. Pum, pum, pum. Und dann werde ich jetzt den Apfel... Oh ja, guh, ich habe Hunger. Wir können übrigens in diesem Spiel nicht verhungern. Erst nochmal mit ihr reden. Oh Gott, und müde bin ich auch übrigens. So. So, Milk. Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird mit dem Milchzuwachs und ob wir A-Milch haben, das wäre auch gut. A-Milch, jawohl. Bei uns gibt es kein... Ah Gott, na toll. Bei uns gibt es keine H-Milch, bei uns gibt es A-Milch. Und davon haben wir jetzt 4 Stück. Viel besser als vorher. So, was machen wir? Wir nehmen natürlich den Dünger. Den Fertilizer. Und stecken ihn auf den Apfel. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch was brachte oder nicht. Ja. So. Ja. Da nehmen wir eine Gießkanne und gießen nochmal nett nach. Ich glaube, 6 Stunden hält das Gießen, aber ich weiß, dass du Hunger hast. Das ist mir relativ. Du kriegst gleich eine der B-Milch. Oh. So. Jawohl. Und zack. Komm schon. Den Apfel gießen. Ah, na gut, dann trinke ich eben erst die Milch. Also esse. Gluck, gluck, gluck. So, wir haben schon wieder... Ah ja, jetzt haben wir dieses Verlangsamungsproblem. Laggy, bisschen laggy. Oh. So. Eieiei, schön. Wo ist... Ganz vorsichtig. Wo ist der... Ich habe einen Fertilizer gekauft, oder nicht? Oh, ach, ich wollte gießen, nicht Depp. Ich habe vergessen, was ich eigentlich wollte. Ah, so. Ja, wunderbar. Und jetzt sieht man halt Laggy. Und das passiert so lange, bis wir im Haus sind. Oh, so. So, jetzt können wir hier Diary speichern oder Sleep. Nein, nicht speichern, bevor wir schlafen. Wir schlafen nochmal. Ist zwar doof für die ersten Tage, dass man da so schnell ist, aber... so, jetzt speichern. Ja, yeah, und ich habe so einen Slot A. Ah, okay. Man kann ja 2 pro Slot nehmen. Wunderbar. Ja. Und guck mal, da ist neuer Beifuß nachgewachsen. Ich sammle eigentlich immer alles so auf. Den Beifuß können wir dann verkaufen, weil den zu essen ist, naja. So, die Kuh haben wir über Nacht draußen gelassen. Ist ja auch okay. So. Dann gießen wir
und gießen wir.